Guten Morgen, hallo, ich grüße euch. Martin hier, der Options Trader. Bitte immer den Risikohinweis lesen. Heute würde ich gerne mal über den Butterfly sprechen. Für mich sehr underrated sozusagen. Er hat meines Erachtens sehr viel Kraft, Power und man kann also sehr, sehr viel mit der so Butterfly-Technik, wenn man das so sagen kann, machen. Ich würde erstmal kurz diskutieren, wie man einen Butterfly aufsetzt. Grundsätzlich ist empfehlenswert, einen Butterfly bei also Indizes oder eben Cash gesettelten, am besten europäischen Optionen hier aufzusetzen. Liegt daran, man kann ihn aufsetzen und sozusagen liegen lassen bis zum Verfall, ohne dass man Kopfschmerzen bekommt, weil der Butterfly beinhaltet eben auch Short-Positionen. Grundsätzlich ist hier auch noch zu sagen, dass es aufgrund der einkommenssteuerrechtlichen Regelung für Privattrader ein bisschen schwierig ist. Deswegen hier auf dem Kanal gehe ich jetzt nicht auf die steuerlichen Aspekte ein, denn ich denke mal, jeder ist educated genug, um sich halt seinen eigenen Weg hier ja, zu basteln, sage ich mal mittlerweile. Ich kann nur eins sagen, wenn jemand wirklich ernsthaft Geld verdienen möchte, vor allem auch hinsichtlich Einkommenstrade, dann kommt er eigentlich um den Butterfly gar nicht herum. Und da lohnt es sich sogar auch darüber nachzudenken, vielleicht auch eine GmbH zu gründen. Das ist ein eigenes Thema, aber wie gesagt, es geht hier nur um die Optionstechnik. Das heißt, wir können den Butterfly, ich mache hier mal mit dem Putz, jetzt im SPX. Wir setzen zum Beispiel leicht Autos im Money, das ist der aktuelle Preis. Ich habe jetzt hier den Dienstag genommen, ist zwar Donnerstag, aber das funktioniert hier nicht ganz mit der Software. Der Live-Mode muss ich noch mal was einstellen, das ist aber nicht schlimm. So, das heißt, wir kaufen einen Put sozusagen, ne? Leicht Autos im Money und entscheiden uns, wir machen mal ein Beispiel, nehme ich einfach mal 100 Punkte entfernt, also 100 Punkte. Entfernt wäre hier 4150. Ja, das heißt hier 4150. Dort verkaufe ich zwei Puts. Und nochmal 100 Punkte tiefer, 4050, kaufe ich den einen weiteren Put. Wie ihr seht, besteht das ganze Konstrukt aus einem Debit Spread und aus einem Credit Spread. Ja, das heißt, schaut mal her, Debit Spread. Wir kaufen hier einen Put bei 4250 und verkaufen einen Put bei 4150. Das wäre der Debit Spread, also der Bear Put Spread. Und hier bei 4150 beginnen wir einen Credit Spread, das heißt, wir verkaufen einen weiteren Put, ja, und kaufen eben genau 100 Punkte tiefer den zweiten Put, ja. Der eben den Credit darstellt. Und alles zusammen, ne? Debit Spread und Credit Spread heißt Butterfly. Nein, das ist also, ne, dass man versteht, aus welchen Komponenten er nun zusammengesetzt ist. Es gibt per se keine Regel, wie man ihn aufsetzen soll. Also mit wie viel Strike-Abständen, welche Laufzeit. All das ist, oder besser gesagt, ja, Erfahrungssache. Try and Error sozusagen oder eben halt auch Erwartungswerte und die Mechanik, die versuche ich jetzt ein bisschen zu erklären, sodass jeder für sich dann einfach mal überlegen kann, testen kann, trainieren kann, ja, was für ihn vielleicht interessant sein kann. Ich finde zum Beispiel die Laufzeit mit dem entsprechenden Punktabstand deswegen interessant, weil wir A. erstmal nicht so viel investieren, das heißt 1240. Ich komme gleich dazu. Den einen oder anderen erscheint das zum Beispiel viel, weil natürlich noch also im Kopf die Meinung vorherrscht, ja, ich bezahle hier ein Debit und verliere ja dann auch. Ja, natürlich haben wir hier das Risiko des Debits. Aber wie ihr hier bei diesen Gewinn- und Verlustgrafen seht, muss schon sehr viel passieren erstmal, damit ich in 20 Tagen null ausgehe. Ja, also mit null ausgehe aus dem Trade
Und das Zweite ist, es würde auch langsam geschehen, dass ich hier sozusagen in die Verlustzone komme, sodass ich vorher, ne, natürlich auch noch reagieren kann. Das heißt, schon der erste Vorteil dieses Butterflies ist, dass ich, wie gesagt, einen großen Raum habe, auch Zeit, um meine Verluste zu begrenzen. Die können also selten über Nacht kommen, ne? Wie beim Short Put oder Naked Call, Naked Put, wo man über Nacht praktisch im Geld ist. Hier, auch wenn der Markt nach oben ginge, sehr schnell, würde ich noch nicht alles verlieren. Also ich kann noch die Reißleine ziehen sozusagen. Wäre aber für in einem bestimmten Raum, also wenn der Markt sich hier, sagen wir von 4260 oder 4000 sich bewegt, das sind 250 Punkte innerhalb von ein, zwei, drei Wochen, bin ich eigentlich immer im Gewinn. Ne? Selbst wenn die Volatilität zunimmt, wenn ich das mal simuliere, ne, würde das bedeuten, die grüne Linie wäre T plus 0, das heißt, es wäre, wenn ich es jetzt aufsetze und der Markt jetzt runterdüst und die Vola steigt, da seht ihr anhand der grünen Linie, dass ich auch im Plus wäre, dass ich sogar über meinen Strikes hier, also den letzten Put-Strike hier noch im Plus wäre und die anderen Linien sind ja dann näher zum Verfall. Also auch hier hätte ich immer einen Gewinn. Das ist schon mal ein riesen, riesen Vorteil. Also das ist jetzt hier ein Balanced Butterfly. Ne? Und wie gesagt, meine Erwartungshaltung bei diesem Trade wäre leichte Korrektur innerhalb von ein, zwei Wochen. Ihr beobachtet auch hier, wenn man die Linien genau anschaut, dass wenn der Markt sich überhaupt nicht bewegt, wir möglicherweise nach einer gewissen Zeit sogar ein leichtes Plus hätten. Ja? Und wenn er sich nur ein bisschen hier nach unten bewegt, nach einer gewissen Zeit, hätten wir hier sogar ja 200, 300, 400 Dollar plus. Also ist ein sehr, sehr interessanter, also interessantes Gewinn- und Verlust Verhältnis. Ja. Hier sehen wir natürlich, dass wenn der Markt gleich steigt sozusagen oder steigen würde, ich natürlich hier in die Verlustzone komme. Wenn ich die grüne Linie nehme, bin ich jetzt hier 40, 50 Punkte höher, habe ich ungefähr 300 minus, ne, bin ich schon fast ja, 100 Punkte hier aus dem Geld oder so. 4370, ja, wer hätte ich dann schon 600 minus? Ja, so. Das ist natürlich hier der Nachteil. Und ja, der Butterfly, wie ihr seht, braucht sozusagen den Verfall, um hier seinen maximalen Gewinn, ob den maximalen Gewinn hier zu realisieren, der wäre in der Tat hier bei ja, ca. 9000. Das ist natürlich sehr schön, wenn das so wäre, nur in der Realität wird das vermutlich so nie vorkommen, dass ihr das so lange aussitzen werdet oder könnt, dass ihr diesen maximalen Profit eintütet. Ich sag mal, ein realistischer Bereich wäre in der Tat so, so in diesem Bereich würde man Gewinne dann abschöpfen. Der Grund liegt einfach darin, dass es trotzdem, auch wenn man jetzt hier kurz vor Fall noch nur in der Mitte ist, reicht ja wieder nur eine kurze Rallye, ein, zwei Tage und dann wärst du von 8000 plus runter auf 4000. Wäre zwar auch nicht dramatisch, aber es ist einfach, wie ihr seht, bei Verfall, wenn wir bei Verfall oder zum Verfall hier in der Mitte sind, ist halt der Abstieg ja enorm und generell gilt die Regel, dass wir hier natürlich, wenn wir es tatsächlich ein bisschen aussitzen, hier unser Geld verdoppeln oder verdreifachen, da haben wir alle nichts dagegen und wie gesagt, das ist die Realität, ja. Und auf der anderen Seite kann man auch hier, wenn man nichts anderes im Depot hat oder eben andere Hedge-Techniken verwendet, um dieses Risiko zu vermeiden, würde man hier vielleicht aussteigen, ne, hier auch aus, was heißt auch, also auch aussteigen, hier mit Gewinn, mit Verlust. Oder je nachdem, wenn es auch einen stärkeren Rückgang hier gibt, kann man jederzeit mit einem Gewinn hier raus. Der Vorteil ist, oder anders ausgedrückt, Entschuldigung, generell würden wir den Butterfly
bei einer hohen Vola aufsetzen. Ja? Es ist aber nicht schlimm, wenn die Vola niedrig ist, da du hier ja weiterhin einen Gewinn hast. Wenn der Ja, sorry, ist mein Headset gerade jetzt leer geworden, obwohl ich es die ganze Nacht aufgeladen habe. Ne? Bei einer etwas tieferen Vola, sagen wir 14, 15 Wix, wäre es natürlich so, wenn der Wix dann steigt, würde natürlich die grüne Linie, das momentan ist jetzt ein höherer Wix, aber die würde dann natürlich deutlich flacher werden, ne? Weil wir eben verkaufte Optionen haben, wie ihr vorhin gesehen habt, ne? Und die würden dann etwas teurer werden. Also grundsätzlich würden wir sagen, es ist egal, welche Vola wir haben, jedoch höhere Vola ist besser. Denn wenn der Markt, sage ich mal, trotzdem noch fällt, aber die Vola auch fällt, das heißt, der Markt kann ja irgendwo stehen bleiben, Widerstandszone, Vola fällt, würden wir natürlich auch, ne, wenn jetzt die Vola fällt, schaut her, würden wir uns natürlich viel schneller auch von der Laufzeit her unserem Max-Profit hier annähern. Das ist ja gewollt. Ne? Das heißt, entweder der Faktor Zeit wird uns hier, wenn wir hier drin sind, einen höheren Gewinn bescheren oder eben ein Vola-Rückgang entsprechend. Das ist ja auch so, eine Vola-Erhöhung ist wie eine Laufzeitverlängerung sozusagen bei den Optionen, weil sie halt mehr Prämien bekommen und eine Vola ja, ein Vola, eine Implosion, eine fallende Vola ist eher eine Laufzeitverkürzung, ne, in der Form. So könnte man sich's vorstellen. Das heißt, wir müssten 20 Tage hier aussitzen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die pinke Linie hier beobachten, da ist es noch 16 Tage bis zum Verfall. Das heißt, wenn die Vola jetzt fallen würde, ne, beobachtet mal, die Vola fällt jetzt, beobachtet die pinke Linie, dann würden wir, ne, mit dem gleichen Laufzeit, also bis zum Verfall, schon viel höheren Profit haben. Das heißt, wenn ihr in der Optionswelt erfolgreich sein wollt oder in den nächsten Jahren traden wollt, lernt die Volatilität kennen, beherrscht sie in der Form, dass man über sie weiß. Beherrschen so ist schwierig. Man kann mit ihr schwimmen sozusagen, aber man muss sie kennen. Man muss einfach wissen, ja, wie ist die Vola in den Märkten bei der Aktie und wie kann ich zum Beispiel auch die entsprechende Vola spielen. Es gibt für jede Vola-Situation auch geeignete Strategien. Aber nochmal, das ist hier der Butterfly, der Balanced. Jetzt habt ihr sicherlich vielleicht schon mal von einem Unbalanced Butterfly gehört und das ist eigentlich nichts anderes, dass man, sagen wir mal, einen Teil dieses Konstruktes verschiebt. Also ich kann das Ganze zum Beispiel nach unten verschieben. Dann passiert Folgendes. Ihr seht, ich habe hier einen Preis von 11 Dollar noch etwas, also 1030, hier 59 Dollar. Das heißt, ich spare mir oder der Butterfly wird um ungefähr, was weiß ich, 200 Dollar circa billiger. Ne? Daher bezahle ich auch weniger. Auf der anderen Seite habe ich hier jedoch ein Risiko, ein höheres Risiko, weil ich natürlich jetzt nicht bei dem normalen Abstand, den ich jetzt hier habe, im Credit Spread einfach den Credit Spread um 25 Punkte erhöhe und dadurch um 2.500 hier ein höheres Risiko habe. Vorteilhafter ist hier natürlich, wenn der Markt gegen mich läuft, habe ich hier erstmal auch viel längere Zeit weniger Verlust. Das heißt, man sieht es nicht genau, aber beim normalen Butterfly seht ihr, ist das hier ein bisschen steiler nach unten, weil wir natürlich mehr Geld verlieren. Hier verlieren wir weniger Geld und der Markt müsste deutlich mehr steigen, damit wir hier in die Verlustzone kommen. Wir haben hier weiterhin einen schönen Gewinnbereich. Ist aber so, wenn die Vola hier ein bisschen steigt, ne, seht ihr auch, T plus 0 gefällt uns nicht ganz. Da würden wir vielleicht nicht ganz so viel Profit haben am Anfang, während der Laufzeit jedoch auch bei einer höheren Vola, auch beim Broken. Würden aber natürlich, wenn er weiter fallen sollte, und 200 Punkte ist ja jetzt nicht so wenig, ja, Entschuldigung, nicht so viel, also das kann er durchaus in ein, zwei Tagen machen, sogar im einen Tag, aber sind wir mal gnädig, zwei, drei Tage, und dann könnten wir hier schon ein bisschen unter Wasser kommen. Das ist jetzt die ohne die Vola, ich mache sie nochmal hier rein, also wenn die Vola hier steigt,
und wir hier ein bisschen rausrutschen. Ja, also es hält sich im Rahmen. Ne? Man würde sicherlich noch überleben hier, sogar bei 4000 könnte man mit dem blauen Auge raus, wenn man keinen anderen Hedge hier im Depot hat. Und das ist sozusagen der Broken. Ich kann den Broken aber auch anders Broken machen. Ja, sozusagen positiv Broken, wenn man das so nennen kann. Positiv heißt für mich, ich ziehe die, also ich gehe einen Schritt hier höher, sogar zwei, also zwei Punkte, 2000. Ich bezahle aber auch mehr, ungefähr 160 Dollar zahle ich hier auch mehr. Aber ihr seht natürlich schon die Vorteile. Das ist etwas bärischer. Das heißt, ich hätte einen realistischen Gewinnraum bei einer Korrektur. Das heißt, wenn wir jetzt ein paar Prozent Korrektur haben und der Markt mal da ein, zwei Wochen verweilt, wäre das das Idealszenario. Aber uns wird es auch nichts ausmachen, wenn er hier, egal wohin fällt, wir haben unseren entsprechenden minimalen Profit. Und wenn die Vola steigt, seht ihr, passiert da auch nicht viel. Wir bleiben immer im dicken Profit, egal was er macht. Dafür zahlen wir auch mehr. Das ist natürlich immer diese Gerechtigkeit hier an den Märkten und überhaupt. Wenn wir irgendwo was wegnehmen, müssen wir also haben wir Vorteile. Möchten wir Vorteile haben, müssen wir irgendwo ein gewisses Risiko dann eingehen. Ihr seht natürlich den Nachteil hier, dass wir hier schneller Geld verlieren, wie gesagt, auch wenn der Markt eben steigt, weil wir A mehr eben bezahlt haben, ja, und das ist eigentlich der einzige Grund, weil wir mehr bezahlt haben, haben wir natürlich hier wieder etwas mehr Nachteile. Ja, das ist sozusagen der Broken, ne? Und das ist wieder der normale Butterfly sozusagen. Ja, wie gesagt, das ist so, ja, einfach mal so ein Kurzdurchlauf. Es ist so, wenn man jetzt einfach mal so eine Bullput-Strategie vergleichen würde, ne, hat sicherlich so ein Butterfly auch einen gewissen Charme. Denn wenn man jetzt hinsichtlich des Risikos mal das vergleicht, jetzt nur hinsichtlich des Risikos, ist es ja so, würden wir hier mit bei der Laufzeit jetzt, was weiß ich, irgendwo, ja, irgendwo hier oben, uns einen größeren Bullput mal vorknüpfen, was weiß ich, mal 20 Punkte, dann hätten wir ungefähr vielleicht 500 Dollar eingetütet, ne? Aber das Risiko wäre 1,5, 2000, das wäre also fast schon mehr als der Debit im Butterfly, also vom Risiko her, bekomme aber nur die Prämie. Ja? Hier riskiere ich eigentlich nur den Debit, ja? Hier riskiere ich nur meinen Debit, mehr kann ich nicht verlieren bei diesem Balanced Butterfly. Ja. Kann aber natürlich deutlich mehr machen, selbst wenn der Markt fällt. Das heißt, habe ich natürlich auch Vorteil. Wenn der Markt fällt beim Bullput, kriege ich ja nur die Prämie in Anführungszeichen. Hier würde ich aber sehr wahrscheinlich deutlich mehr bekommen. Steigt der Markt, ne, hätte ich natürlich wiederum die Vorteile des Bullputs. Aber das ist nicht das Risiko. Ich vergleiche ja nur das Risiko, der Einsatz erstmal. Und hätte jetzt nur die Prämie und hier hätten wir natürlich den Debitverlust. Das ist natürlich klar der entsprechende Nachteil. Jetzt ist es aber halt auch so, der Markt bewegt sich eben in kleineren Ranges sozusagen. Und ja, das hat meines Erachtens, meine Erfahrung auch, mehr Vorteile. Also man verdient in der Tat mehr mit einem Butterfly, wenn man ihn richtig ajustiert und auch ja, so weiß um die Option-Mechanik und auch sein System so ein bisschen optimiert hat. Gibt einige natürlich Videos da draußen, Systeme. Ich habe auch den Rhino-Trade mal vor einigen Jahren vorgestellt, worum es geht, dass man hier praktisch die Verlustzone natürlich hedgt. Das ist ein großer Bereich. Da diskutiere ich das auch sehr intensiv im Club. Wir setzen da auch interessante Hedge-Techniken auf. Man muss das Ganze auch immer ein bisschen im Gesamtkontext sehen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Portfolio habt, was eine gewisse Long-Komponente hat, kann man sich auch überlegen, sagen, okay, statt jetzt hier Eventual Bear Puts oder Puts zu kaufen, kaufst du halt hier so ein Butterfly, der generell günstiger ist. Du kannst ja auch mit der Laufzeit etwas rausgehen. Und wenn der Markt jedoch steigt,
dann würde ja dein Portfolio ins Plus laufen oder weiter, ja, steigen, im Plus gehen und würde natürlich den Verlust dann des Butterflies kompensieren. Das ist eine reine Rechnerei, ja, dass du sagst, okay, ich habe 100.000 Depot, wenn der steigt, habe ich 5%, habe ich 5.000, 6.000 Profit, Butterfly verliert 1.000. Aber ich hätte für eine Seitwärtsphase immer eine Cash Cow, mehr, besser und mehr als jegliche Bullput-Strategien, ja, die man da aufsetzt mit einem geringeren Risiko. Du hast ja den Debit, aber den hedgst du ja auch gleichzeitig mit. Sorry, jetzt. Das Mikrofon lädt, aber ne, gleichzeitig hedgst du ja diesen Butterfly mit deinem Portfolio. Ja, das ist also eine interessante Kiste. Ihr seht, das ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Ich wollte euch nur mal teasern, einfach mal ein paar Gedanken hier rüberbringen und freue mich wieder, ja, auf euch. Ciao.